unsere Bereitschaft zu solidarischem Handeln an der Impfung hängt, dann sind wir nie solidarisch gewesen. Dann ist das Reden davon ein bloß oberflächliches Getue, ohne Substanz. Solidarität bedeutet, sich so zu verhalten, dass es der Gemeinschaft dient. Unabhängig davon, ob man als Einzelperson durch eine Gegenleistung belohnt wird, zum Beispiel durch eine Schutzimpfung. Solidarität ist kein Tauschgeschäft, auf das man sich gelegentlich einlässt, weil es Vorteile bringt. Sie ist vielmehr tief in uns verankert und macht letztlich unser gesamtes Leben aus. Denn niemand von uns ist als Einzelwesen überlebensfähig. Insofern stärkt das, was unsere Gemeinschaft stärkt, immer auch uns als Einzelpersonen. Wer aber alles im Vergrößerungsspiegel des Eigennutzes sieht und Solidarität an Gegenleistungen bindet, hat den Sinn solidarischen Handelns nicht verstanden.